Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Firefighting Simulator The Squad. Jawohl, wir sind wieder hier am Start. Feuer wollen wieder gelöscht werden. Und ja, ich schau mal, was haben wir hier? Dem Hügel entgegen. Ich würde sagen, da gehen wir mal rein, ne? Das haben wir schon die ganze Zeit freigeschaltet und haben das aber noch nicht gemacht. Wir schauen mal, was hier so abgeht. Ich bin immer noch solo unterwegs. Hallo, zurück. So, dem Hügel entgegen. Da wird der hier vorgegeben. Ja. Machen wir. Nehmen wir mal. Und auf geht's. Ab dafür. Wir fahren dem Feuer entgegen. Halt, stopp. Nein, darum. Oh. Jawohl, sehr gut. Erstmal direkt gleich verfahren, ne? Man kennt mich. Jawohl. Aus dem Weg. Schiebscheibenvideo ist wieder am Start. Und wir müssen hier Feuer löschen. Ich bin mal gespannt, was uns da erwarten wird. 4,5 Kilometer auf die Schande ist das eine Anfahrt. Oh mein Gott. Da sind wir eine halbe Stunde unterwegs. Ja, moin. Er läuft direkt. Naja, wir werden sehen. Wir werden mal schauen, was uns das Ganze hier bringt. Wahrscheinlich ist die Anfahrt hier wieder länger als das Löschen selber. Ich meine, wir haben ja nur die Feuerlöscher hier am Start. Also von daher kann das ja wahrscheinlich nicht so viel sein. Aber egal, wir lassen uns überraschen. Ich bin mal gespannt, ob meine Kollegen hier mal mitziehen. Wahrscheinlich eher nicht, aber hey. Was soll's, aus dem Weg hier. Wir müssen nach Victoria Springs. Ah, jetzt kackt der LKW hier gleich den Berg ab. Ah, komm hier hoch. Hier sind wir, glaube ich, noch nie lang gefahren, ne? Ich glaube nicht. Oh, da hinten sehen wir doch schon den Rauch. Da hinten sehen wir doch schon den Rauch. Alter Schwede, das ist weit. Okay. Am Horizont, hinter den Bäumen. Jawohl, wir bestätigen, Einheit 1 ist unterwegs. Da oben über dem Hügel, da sehen wir den Rauch schon. Eine riesige Anfahrt. Immer noch 3 Kilometer. Boah, Alter, das ist ja echt mega weit. Das ist ja bald nachher schon Lichterloh am Fackeln, bevor wir überhaupt da sind. Na cool, das ist hier voll der Industriepark hier. Genau, fahren wir da links ran, genau. Und ab dafür. Mitten in die Berge irgendwo. Aus dem Weg, macht Platz, jawohl, wir haben es eilig. Ah, da, guck mal da hinten, da, da ist der Rauch schon. Ja, das sieht wieder aus, als würde es da hinten irgendwo, ja, zumindest zündeln. Und fahre links ran. Jawohl, sehr gut, danke schön. Okay, wahrscheinlich muss ich da erstmal voll den Marathon laufen noch. Einfach ab durch die Ecke, ab durch die Mitte hier ballern. Hier ist das nicht die Tankstelle, die letztens gefackelt hat? Ja, ne? Oh, was ein Stress. Oh. Ja, aber wir sind gleich da, wir sind gleich da. Und rum hier. In Victoria Springs. Alle aus dem Weg. Jawohl, wir müssen hier abbiegen. Und rauf da.
Ah, da hinten fackelt. Hat anscheinend wieder irgendjemand Glas weggeworfen. Leute, macht das nicht. Im Sommer irgendwo im Wald irgendwo Glas hinzufeuern oder sowas. Das ist nicht gut. Ne, dann passiert dann genau sowas. Oder irgendwelche brennenden Kippen oder sowas. Aus dem Weg, hier wird zu eng. Jawohl, wir sind gleich da, 300 Meter noch. Wo ist man denn hier rein? Wo geht's hier rein? Ah, hier. Alles klar. So, hier müssen wir hin. Okay, wir stehen. Copy that. I'll do a 360 check. Okay, mach du mal die Erkundung. Oh, was fackelt denn da? Was haben wir denn da? Brennt denn da? Oh, ein Grill oder was? Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Naja, wir werden mal gucken gehen. Schnell einen Feuerwehrlöscher schnappen und ab dafür. Kleiner Waldbrand, also bevor hier ein Waldbrand draus wird. Ja, hör mal auf zu ruckeln hier. Okay, alles klar. Schnappen wir uns einen Feuerlöscher. Jawohl, her damit. So, kommt ihr beiden. Ah, guck mal, ja. Wer läuft denn da mit dem Feuerlöscher schon? Wer ist denn da schon unterwegs? Was ist denn da los? Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet jetzt. Dann sind die gleich schon da, bevor ich überhaupt da angekommen bin oder was? Ja, lauf. Das ist auch nervig, dass man hier erstmal gedrückt halten muss, ne? L3-Knopf. Er muss aber echt Marathon laufen, ey. Der Grüne hier, der Türkise, voll entspannt. Macht einen auf Wanderer. Okay, Leute, jetzt los. Wollt ihr löschen? Was brennt denn da? Was ist das? Ah, ja, da einer anscheinend beim Camping hier ein bisschen Mistchen macht, ne? Yes, sir. Ja, löschen, komm. Zack, hat's erledigt, jawohl. Ja, da ist ein Lagerfeuer wahrscheinlich ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ja, das ging ja easy, ey. Ich sag ja, die Anfahrt hat viel, viel länger gedauert als alles andere, ne? Okay, Boss. 360 check complete. Ach, du hast die Erkundung schon abgeschlossen, ja dann. Ich hab das Feuer schon abgeschlossen, mein Freund. So, Fahrzeit war schnell. Missionszeit leider nur mittel, ne? Das ist echt traurig. 271 Meter muss man laufen. Naja. Okay, was haben wir denn hier noch? Freigeschaltet haben wir jetzt gar nichts, ne? Was ist das hier? Burnout, ne, das hatten wir schon. Ist das weiß? Ne, das ist beige. Kann man ein bisschen schlecht unterscheiden, ne? Ob das jetzt hier so weiß ist oder beige. Obwohl, hier geht's eigentlich. Ich würde sagen, Regale der Hölle, ne? Hört sich gut an. Rein da. So, da haben wir wieder unseren Rosenbauer TP3. Den nehmen wir auch. Und ab dafür. Erstmal Scheinwerfer an, Blaulicht und Martinshorn. Jetzt müssen wir den Leiterwagen erstmal wieder einholen. Ganz schnelle Anfahrt.
Na, komm, komm, komm. Vollgas. Okay, wir holen den Leiterwagen schon mal wieder ein. Das ist schon mal sehr gut. Wobei, naja, der fährt ziemlich mittig, ne? Wo kommen wir jetzt an dem vorbei? Das war laut. Wow, Alter, der Ruckler war mies. Digga, fahr doch mal. Ist der blöd? Geh da weg. Mann, ihr fahrt echt zu langsam für eine Feuerwehr, ganz ehrlich. Ey. So, auf geht's. Junge, Junge, Junge. Ey. Also dafür, dass das eine Feuerwehr da vorne ist, oder da hinten vielmehr jetzt, fahren die echt übelst langsam, ne? Oh, da hinten sehen wir schon den Rauch. Ah, schauen, was uns da erwarten wird. Ne, Feuerwehr muss schnell fahren. Ich meine auch safe, ja, aber trotzdem, wir wollen ja schnell beim Feuer ankommen. Einheit 1 ist auf dem Weg, genau. Alles klar, es sind mögliche Personen in dem Gebäude drin. Mehr können wir uns nicht sagen. Ich hoffe mal, dass dieser eine Erkundungsheinz da uns da Bescheid gibt. Jawohl. Und ab dafür. Oh, jetzt müssen wir da erstmal drehen irgendwo, ne? Oh, Alter, der Feuerwagen ist aber auch gut schnell unterwegs, ne? Wo müssen wir denn da hin? Ich sag mal so, hätte ich da jetzt nicht abgebremst, ne? Das wäre same in die Hose gegangen. Rum. Oh, und dann sind wir auch schon fast da. Schneller. Ach, ihr kommt auch schon. Ja, sehr schön. Dispatch to Unit 1. We could have a fire spreading situation due to cardboard boxes in the warehouse. Proceed with caution. Ah, da gibt es auch Kartonagen. Okay, okay, okay. Ja, müssen wir mal schauen jetzt, ne? Das ist aber nicht der Auftrag, den wir schon mal gemacht haben mit Kenny, ne? Command, we've got electrical fires being relit by sparks. Find a fuse box and cut the power. Copy that. I'll do a 360 check. On a 360 check. The loading area is clear of danger. Okay, der Ladebereich ist frei von Gefahren. Da hinten sehe ich schon Hydranten. On a 360 check. A shelving unit is collapsed. On a 360 check. The fires are rapidly spreading. Okay, okay, okay. Das Feuer breitet sich schnell aus. Ist das der gleiche Auftrag, den wir mit Kenny schon mal gemacht haben? Also der war schon echt übel, ne? Muss ich sagen. Okay, Boss. 360 check complete. Ey, mach mal da dran. Oh, komm hier. Oh, da drinnen knallt es und rumstet. So, jetzt hier, Freund Jochen. Zack. Schlauch nehmen und ab dafür. Und ihr beiden auch hier. Zack. Yes, Commander. Und du ebenfalls. I'm with you, boss. Lead the way. Jawohl, kein Problem. Okay, der eine hat schon Feuerlöscher geschnappt. Eigentlich gar nicht verkehrt.
Auf da die Hütte. I've got your back, boss. Okay, und rein da, rein da, rein da, rein da, schnell. Jetzt kann ich hier wieder nicht laufen, ne? I'm with you, boss. Lead the way. Jawohl, kommt. Alle rein hier. Oh. Wow, okay, okay, okay. Warte mal, wer hat den Feuerlöscher in der Hand von euch? Ich sehe das nicht. Der Gelbe. So, warte mal, der Gelbe muss da löschen. Yes, sir. Wow. Alles klar, hier geht's richtig rund. Hier geht's ja richtig hart ab, ey. Yes, sir. I'll put that fire out, boss. Ja. Okay. Na komm. Ist das dein Ernst? Hast du jetzt echt jetzt dein... Okay, wartet mal. Ah, der hat den Feuerlöscher hier stehen lassen. Das ist schon mal sehr gut. Ah, da wenigstens doch was Nützliches gemacht. Au! Ist ja heiß. Naja, hat Feuer an sich, ne? Munkelt man zumindest. So. Wollen wir hier mal die öligen Flüssigkeiten hier mal löschen, ne? Genau, lösch da mal. Stellen wir den Feuerlöscher wieder hin. Gib mir mein Strahlrohr wieder. Okay, das Regal kriegen wir hier gelöscht auf jeden Fall. Zumindest nicht, wenn zumindest wenn der mir hier nicht in den Weg rennt. Hier, Boy, was ist los? Hier, lost me? Da, lösch. Komm, hau rein. Bitte löschen Sie jetzt. Yes, sir. Achtung, geschlossene Türen können geöffnet werden, um das Ziel zu erreichen. Was für geschlossene Türen? Hier sind gar keine geschlossenen Türen. Jung, dann jeder hinge irgendwo. Da. Geh dahin. Komm. Renn. Lauf, Bubi, lauf. Yes, Commander. Okay, boss. I'll put that fire out. So, wollen wir hier mal von der Seite hier löschen. Okay, das sieht gut aus. Ja, das ist aber nicht die gleiche Lagerhalle, die ich da mit Kenny mal gemacht habe. Ne? Also vom Typ her sieht die gleich aus, aber ist nicht der gleiche Auftrag. So, hier das Regal haben wir im Griff, glaube ich. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Wow, was stehen denn hier für Fässer? Ey? Ja, eine Nummer hier, ne? Ja, kommt, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam packen wir das hier. Oh, hier liegt eine Person. Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen. So, wer hat denn hier gerade nichts zu tun von euch? Ja, wahrscheinlich ich. Dann snacken wir uns mal die Person hier. Bringen wir die schon mal raus. Digga, du läufst mir jetzt nicht hinterher, oder? Da, löschen. Da hinten liegt noch eine Person, habe ich gesehen. Ist hier Nebel, ey. Gott. So, der Topus hat die Löschposition erreicht. Das ist schon mal sehr gut. So, Nummer 1 haben wir. Okay, der liegt da einfach auf dem Boden. Passt schon. So, warte mal, wo der andere? Hier, hier, hier. Genau, lösch den mal hier. Bevor der hier knusprig wird, der Mann. Ganz schön neblig hier, der ganze Kram, ey.
Bah, was ein Rauch. Okay, sehr schön. Zack, den haben wir auch am Start, jawohl. So, müssen wir noch irgendwo jemanden finden. Wir haben sie noch nicht alle. Also ich habe sie sowieso nicht alle, aber... Wo ist denn jetzt hier mein Rohr? Wo ist das Rohr denn hingelegt? Hier. So, geht die Tür hier auf? Achso, das ist hier die Tür für nach draußen, sehr gut. Komm mal her, mein Schlauch. Das ist auch so verboten, Mann. Komm mal her, mein Schlauch. Okay, warte mal. Oh, hier oben über mir fackelt's ja richtig nicht, hallo? Jawohl, das haben wir. Komm, Kollege, lösch da mal unten. Derzeit kümmere ich mich hier oben um den Kram. Jawohl, das sieht gut aus. Hauptsache die Scheiße breitet sich hier nicht wieder aus, ne? Ah, da oben nochmal. Na komm. Jawohl, Hammer. Was klimpert denn hier eigentlich so? So, was ist denn hier? Warte mal. Da ist keiner am Klo. Wo ist denn der Top? Ist in der Hauptfalle. Wartet mal. Ich glaube, hier werde ich mal wieder den Feuerlöscher brauchen, ne? Holen wir mal schnell. Das sieht so aus, als würden da brennbare Flüssigkeiten in deinem Schlacht sein. So, Freunde, auch in Wedo. Burns jetzt hier voll in den Dings hier rein. Au! Ziemlich hottig. Du sollst nicht mich löschen, du Ei! Uiuiui, ey, das burnt aber hier richtig hart, ey. So, könnte man da eine löschen, bitte? Bitte, bitte. So, her mit meinem Strahlrohr. Wow. Okay, die Nummer hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Schade. Okay, dann muss ich erstmal das Regal hier löschen. Ja, das ist wieder so eine Nummer, wo das wieder hier stundenlang rumfackelt, ne? Na gut, wir werden mal gucken. Wir müssen die letzte Person, also ich gehe mal davon aus, dass die letzte Person ist, die müssen wir noch finden. Jawohl, da ist das Feuer aus. Wir müssen die Regale hier löschen, das ist das Ding. Die Frage ist jetzt nur... Okay, warte mal, der löscht da. Ich hole nochmal schnell einen Feuerlöscher, genau, löscht immer zusammen. Oh Gott, ist das hier rauchig. So, wollen wir hier Feuerlöscher? Axt, gnädig, Kreissäge drin. Da haben wir noch einen. Der LKW da hinten brennt auch schon, ne? Ganz schön hottig hier drin. Was ist das denn hier? Warte mal, ist hier irgendwo nicht auch ein Sicherungskasten? Uiuiui, ey. Wenn ja, wo? Na, au! Kommt ihr beiden Pfeifen da, lösch mal weiter. Löschen. Na komm. Jawohl.
Haben wir, bevor der ganze Laden wieder anfängt zu fackeln hier. Jawohl, das haben wir. Na ja, komm, komm, komm. Okay, wenn da jetzt einer mit dem Wasserding jetzt reinballert, dann haben wir ein Problem hier. So, da oben noch schnell. Na ja, komm. Ja, komm, lösch. Ja, oder auch nicht. Zieh einfach durch, ist okay. Denkt auch so, ja, der macht das schon. Okay, das Regal haben wir soweit im Griff. So, ich hoffe mal, dass hier jetzt keine brennbaren Flüssigkeiten mehr sind. Ja, das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Na ja, komm, die Kartons hier müssen auch noch gelöscht werden. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, wir kriegen das in den Griff hier. Irgendwie fackelt es hier oben noch. Ja, Hammer. Na komm. Haben wir's? Ne, noch nicht ganz. Irgendwas brennt da oben noch. Ich glaube, jetzt haben wir's. Okay, das sieht sehr gut aus. So, irgendwo müsste noch eine Person sein. Warte mal, hier ist noch eine Tür, ne? Gehen wir die auf. Da geht es auch nach draußen. Wo haben wir denn hier einen Sicherungskasten? Hier brummt es doch wie so. Irgendwo brummt es doch hier. Okay, wir brauchen Werkzeug für den Raum da. Alter, da oben brennt es ja immer noch. Oder schon wieder. Jungs. Was läuft bei euch da? Nicht viel anscheinend. Brennt da draußen das Dach oder was ist das? Ich frage jetzt mal vorsichtig. Vorsichtig für einen Freund. Wo burnt's hier noch? Ey Leute, ihr müsst hier das Ding hier löschen. Und finde mal einer den Sicherungskasten bitte. Das wäre ganz hilfreich. Jetzt burnt hier oben das Regal schon wieder. Er will's mich verarschen. Okay, das haben wir. So, schnell. Ja, das sieht gut aus. Das haben wir auch. So, da noch. Jawohl, okay. Die Feuer haben wir gelöscht. Hervorragend. So, jetzt müssen wir noch die eine Person finden. Ah, hier liegt sie doch. Wir haben sie gefunden. Einen Sicherungskasten habe ich immer noch nicht gesehen. Na egal, wir haben die Person gefunden und alles ist gut. Ah, die Nummer, die hat auch schon wieder was länger gedauert, ne? Junge, Junge, Junge. So. Jawohl, alles klar. Strom abschalten müssen wir noch. Ja, wo ist jetzt der Sicherungskasten? Warte mal, gib mir mal so ein Werkzeugding mit.
gucken, ob wir das finden. Axt. Obwohl, ne, ich will eine Brechstange. Also, zu mal her. Wo ist dieser blöde Sicherungskasten? Ich vermute fast hier hinten in dem Raum, wo abgeschlossen ist. Ja, komm, mach auf. Jawohl. Ah, super, da ist ein Klo. Toll. Draußen ist auch nichts, wie ich sehen kann. Okay, wo ist dieser blöde Sicherungskasten, verdammt? Ja, gehen wir mal aus dem Weg. Ah, hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Und den Strom abgeschaltet. Katsching, jawohl, sehr schön. Alles klar, haben wir den Auftrag doch noch gut hinbekommen, oder? Jawohl, sehr gut. Nice, das gefällt mir. Na komm. Heißer Foodtruck-Parkplatz und Drive-In haben wir freigeschaltet. Fahrzeug war schnell. Missionszeit mittel. Naja, gut, okay. Hat ein bisschen gedauert, ne? Aber soweit können wir zufrieden sein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenende. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielleicht kann mir mal einer diese Dingens Frage beantworten. Da oben steht der Seed. 419.000. Ne, Quatsch. 4.197.647. Keine Ahnung, was das sein soll. Habe ich noch nicht rausgefunden. Vielleicht weiß das einer von euch. Schauen wir mal. Ansonsten, ja, bewerten, kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei bleiben wollt. Würde mich freuen. Vielen Dank dafür. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das waren die Regale der Hölle. Bis dahin und ciao, ciao.